Herr Klaas, 3 zu 1 gewonnen in Friedrichsthal. Sicherlich hätte man die Punkte erwartet, aber wird sich sicherlich auch schwieriger gestaltet haben. Nee, eigentlich nicht. Also wir haben den Gegner so erwartet. Wir wussten auch, dass die durchaus mithalten können. Haben ja nicht umsonst auch den einen oder anderen in der Rückrunde schon geschlagen. Wir haben uns eigentlich letztlich selber dann schwer gemacht, dadurch, dass wir die erste Halbzeit nicht so gespielt haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Insgesamt war es dann doch ein Arbeitssieg, aber wir haben auf keinen Fall Friedrichsthal unterschätzt. Was sagen Sie zum Spielverlauf und zum Ergebnis? Ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung. Hätten wir vielleicht noch eins oder andere schießen können, aber da sind wir ja in letzter Zeit auch nicht so gesegnet gewesen. Deshalb sind wir zufrieden mit 3 Toren. Hätten auf der anderen Seite nach dem 2-1 aber auch durchaus den Ausgleich kassieren können, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Insofern denke ich, dass es vom Ergebnis dann auch okay ist. Wie läuft der Abstiegskampf? Können Sie dazu irgendwie ein Fazit ziehen? Der Abstiegskampf ist immer brutal. Da gibt es keine Geschenke, da darfst du keine Punkte verschenken. Da musst du arbeiten, da musst du analysieren, da musst du einfach gucken, dass die Jungs immer top vorbereitet sind, dass sie top ins Spiel gehen. Weil jeder Punkt, so eng wie es gerade ist, kann wirklich schon einen Rang nach hinten bedeuten. Deshalb, Abstiegskampf ist brutal. Sie haben ja die Mannschaft vor kurzem übernommen. Eine Frage, müssen Sie heute oder jetzt viel Psychologe sein? Ja klar, wir haben natürlich jetzt wenig Zeit gehabt. 3 Spiele und 7 Trainingseinheiten haben wir glaubt gehabt bisher. Natürlich können wir da nicht die Welt verändern mit taktischen Maßnahmen, sondern wir versuchen vor allem auch im mentalen Bereich die Jungs wieder zu pushen, ihnen Selbstvertrauen zu geben, Spaß zu vermitteln. Und der beste Effekt haben sie natürlich nach Siegen, so wie die Woche. Das war für uns ganz gut, dass wir da gleich alle 3 Spiele gewonnen haben, weil dadurch steigt das Selbstvertrauen. Könnten Sie sich vorstellen, nach Ende der Saison bei Reutlingen zu bleiben? Ach, ich denke über Saisonende noch nicht hinaus. Ich habe eine klare Mission, die heißt Klassenerhalt, und auf das fokussieren wir uns, und keiner von uns denkt momentan weiter als 21. Mai. Die Mission haben Sie ja jetzt gerade formuliert. Der nächste Schritt auf dieser Mission wird bei Hollenbach sein. Wie werden Sie diesen Schritt zu meistern versuchen? Ja, da lassen wir uns auch wieder was einfallen. Wobei, es gibt keine leichten Aufgaben in der Liga. Wird man auch wieder alles in die Waagschale werfen müssen, was wir heute auch gebraucht haben. Und werden im Training versuchen, uns weiterzuentwickeln, phasenweise. Spielen die Spieler das schon so, wie wir es gerne hätten? Phasenweise fallen wir in alte Muster zurück, und ich denke, da werden wir versuchen, dass wir da ein Stück weiterkommen und natürlich auch mit der nötigen Motivation und dem Selbstbewusstsein der letzten 3 Siege wollen wir da versuchen, möglichst vor heimischem Publikum sowieso alles zu geben und möglichst zu punkten. Und was kann man von der Mannschaft oder vom Verein insgesamt für die restlichen Spieltage erwarten? Was man erwarten kann, kann ich nicht sagen. Ich weiß, was wir bereit sind zu geben. Wir werden versuchen, wirklich an unsere Grenzen zu gehen. Wir werden alles in die Waagschale werfen, was wir haben. Wir werden alles tun, was notwendig ist, um möglichst diese Klasse zu halten. Das ist unser klares Ziel. Dafür stehen wir und dafür arbeiten wir. Und alles, was danach kommt, wird sich zeigen. Zum Schluss eine Frage zum Bereich abseits des Spielfelds mit den Fans aus Reutlingen. Gab es heute irgendwelche Schwierigkeiten? Wissen Sie da was drüber? Ja, so richtig involviert bin ich in die Sache auch nicht. Mir hat einer gesagt, die hatten Stadionverbot. Warum, weiß ich allerdings auch nicht. Wobei wir froh sind und dankbar sind, dass sie überhaupt uns unterstützen, selbst auf die Art und Weise wie heute, weil ohne die Fans geht es natürlich nicht. Wir brauchen die Fans, das ist unser 12. Mann, die unterstützen uns. Und deshalb großes Lob, großes Dankeschön an die Fans, dass sie trotzdem hierher kommen. Wie gesagt, der genaue Grund, warum sie draußen waren, kenne ich jetzt persönlich nicht.